Das ist Jörg Berger, meine Damen und Herren, auf dem Weg zu seinem heutigen Arbeitsplatz am Millerntor. Und dann wissen Sie, der FC Schalke war heute zu Gast beim FC St. Pauli. Oh la la, der schnellste Mann im Team des FC St. Pauli ist immer noch der Trainer. Zum zweiten Mal binnen 2 Jahren hat er sich ein nettes Passfoto vom Radarautomaten machen lassen auf der Autobahn. Schade, dass die Punkte nur in Flensburg zählen, denn um sich endlich mal ein wenig entspannen zu können, bräuchte der FC St. Pauli noch so 3 bis 5 Punkte. Dieser Schuss aber in den Winkel, in der 90. Minute vor 16 Tagen zum 1:1 beim FC Bayern, verpasste den sonst so freudvollen eher einen sprichwörtlichen moralischen. Danach Niederlage gegen Bremen, Niederlage in Köln. Beim FC Schalke darf man zurzeit ein Wort nicht in den Mund nehmen. Tun wir auch nicht. Nur 1977 waren die Schalker zum letzten Mal im, na, Sie wissen schon, Cup. Co-Trainer damals eben St. Paulis schnellster Mann, Uli Maslow. Damals noch mit schnittigen Nackenspoiler und 70er-Jahre-Koteletten. Ja? Und Jörg von Thora, der Kommentator des heutigen Spiels, weiß auch, dass er dazu noch einen ganz flinken Finger hat. Jörg, bitte. Denn Uli Maslow gab noch schnell ein paar Autogramme am Zaun. Die sind in den 90er Jahren bei St. Pauli-Fans natürlich begehrter als beim Schalke-Anhang. Und dann musste er doch schon ziemlich schnell sein Auge aufs Spielfeld richten, denn da begann ein richtig munteres Treiben. Vom Blitzstart waren die Gastgeber bisher nicht gesegnet in der laufenden Saison, aber sie versuchen es halt immer wieder. Druck von Beginn an. Hanke, der über rechts viel Freiraum hatte. Dann auf Schweißing. Wieder Hanke, Ball hinein in die Mitte. Ein Kopfballduell ohne Sieger. Dann Springer auf Driller und der schiebt den Ball einfach ins Tor. 6. Saisontreffer für Martin Driller und der schnellste in der laufenden Spielzeit. Nach 33 Sekunden steht es 1:0. Nach dem langen Ball von Hanke folgt der vergebliche Synchronsprung, dann direkt gespielt in den Lauf von Driller, dorthin, wo er Platz hatte, der Martin. Aber einen Haken hatte die Sache doch. Beim Abspiel von Driller, das sehen Sie hier, war er für einen kurzen Augenblick im Abseits. Schwer zu erkennen, aber war. Doch das Tor zählte und Uli Maslow registrierte es mit Freude. Eingekesselt von lauter Jubler. Und weiter ging es mit den Hamburgern. Schalke regelrecht angeschlagen und vor allem hinten drin völlig verunsichert. Pröpper war wieder im Spiel heute. Trulsen auf Springer, ganz allein vor Lehmann und das brachte Pauli einen Elfmeter. Schiedsrichter Fandl pfiff sofort. Aber die wilden Proteste von Jens Lehmann, sie zeigten, dass es da durchaus 2 Meinungen zu dieser Entscheidung gab. Wir zeigen Ihnen die Szene noch einmal. Zunächst der Pass von Trulsen, dann Springer gegen Lehmann. Der Schalker geht zum Ball und der Hamburger hakt sich da regelrecht ein, bevor er zu Fall kommt. Diesen Strafstoß muss man also nicht geben. Glück für St. Pauli, gepfiffen ist gepfiffen. Dirk Dammann. Lehmann dran und Dammann macht's dann doch. 2:0 in der 16. Minute und das erste Saisontor des St. Pauli Liberos. Aber auch diese Aktion wieder mit viel Hilfe vom lieben Gott. Sauer ist er, der Jens Lehmann, und das auch zu Recht. Noch einmal. Lehmann früh unterwegs. Dran mit den Fingerspitzen und Dammann mit der Gnade des zweiten Versuchs. Die Reaktion von Jörg Berger beim Elfmeter. Hoffnung und dann Frust. Es gab viel Zartbitter heute für den Schalker Trainer. Aber die Gäste antworteten endlich. Noch nie haben sie gegen St. Pauli in der Bundesliga verloren. Und jetzt bekamen sie die Partie besser in den Griff. Dooley direkt genommen und Tom Forde. Mit einer Hand geht er daran an den Ball und sowas ruft natürlich auch auf dem Kiez schon mal Verzückung höchsten Grades hervor. Tanzen hinterm Zaun, Pauli in Feiertagsstimmung. Dann früher Wechsel bei Schalke, 23 Minuten vorbei. Berger bringt Büskens und da muss er schon mal heftig winken, um überhaupt einen rauszukriegen. Andi Müller ging, weil Berger seine Defensivarbeit nicht gefiel und Müller wiederum gefiel der Strafbefehl nicht.
Abschlag Tomforde. Langer Ball, dann Zweikampf zwischen Mölder und Schweißing und der Hamburger schwer angeschlagen am Boden, Oliver Schweißing. Da hatte er sich extra ein Nasenpflaster gegen Heuschnupfen geben lassen und dann musste er erkennen, dass die eigentliche Gefahr im Leben eines Fußballers von woanders kommt. Schweißing konnte weitermachen und Schalke so langsam überlegen. Martin Max und wieder Klaus Tomforde. 215 Schüsse gingen schon auf sein Tor in dieser Saison. Das hat kein anderer Schlussmann in der Bundesliga mitgemacht. Und darauf kann man dann auch schon mal die Faust vorzeigen. Die Gäste jetzt immer stärker. Olaf Thon kaum noch als Libero tätig, sondern eher als Antreiber. An der Brücke da eben, dann Mölder. Nemetz. Und es wurde gefährlich. Duli, ein Hamburger dazwischen und Tomforde. Nicht so einfach zu halten, dieser Ball. Und schätzen Sie mal, was kommt. Natürlich die geballte Faust. Auch eine geballte Ladung Emotion. Halbzeit 2:0 für St. Pauli. Zwei Chancen, zwei Tore. Ganz gute Chancenverwertung. Einer war traurig. Michael Dienzi, der bisher alle Spiele mitgemacht hatte, er pausierte heute wegen einer Verletzung. Und dann St. Pauli in der zweiten Hälfte weiter bemüht. Doch Schalke hielt dagegen. Zwei Tore aufholen, das hat zuletzt gegen Gladbach auch geklappt. Dann aber dieser Fehler von Natal. Driller. Alleine vor Lehmann. Büskens, Driller. Und noch einmal Jens Lehmann. Die letzte Instanz. Was für eine Möglichkeit. Eigentlich war das Tor schon notiert. Eigentlich hatte Driller auch schon alles abgehakt. Und dann die kalte Hand von hinten. Das müssen Sie einfach noch mal sehen, um die Erschütterung von Martin Driller so richtig nachvollziehen zu können. Beim Köpfen erwischt. Und da merken Sie auch schon, dass Jens Lehmann den Kampf ums dritte Torwartticket für England nicht aufgegeben hat. Rudi Assauer jedenfalls, dem Schalker Manager, ging fast der Zigarillo aus. Und wieder St. Pauli. Das heißt, Schalke ist es jetzt über Olaf Thon. Der kam nämlich immer weiter nach vorne. Nemetz. An der Brücke. Und Juri Mölder. Das war das Einzige, was wir von ihm heute sahen, nach seinem Länderspiel, als er eingewechselt wurde, gegen Deutschland am Mittwoch, heute nicht besonders stark. Dann Eckstoß Driller von der rechten Seite. Hanke. Pröpper. St. Pauli macht jetzt mehr Druck. Driller und Springer. Riesenmöglichkeit jetzt Mitte der zweiten Halbzeit. Gastgeber wieder besser im Spiel, weil sie auch kämpferisch wieder so stark waren wie in der ersten Hälfte. Springers große Möglichkeit hier noch einmal. Nicht richtig gedrückt den Ball, da war mehr drin. Inzwischen über 70 Minuten vorbei. St. Pauli unheimlich aggressiv in der Abwehr und dann auch mit Tempo, wenn sie nach vorne gingen. Dammann, Driller geht da mit. Und wieder Jens Lehmann. Diese beiden lieferten sich den eigentlichen Zweikampf des Abends. Die erste Minute des Spiels ging an Driller, die restlichen 89 an Lehmann. Er will den Ball heben, der Martin Driller, aber irgendwie war immer ein Stückchen Lehmann dazwischen. Der Eckstoß wieder von Driller. Sobotic und Lehmann. Große Vorstellung des Schalker Torhüters. Er war der Beste heute Abend. Die letzten 5 Minuten und die Gäste machten nochmal mobil. Noch war die Partie nicht gelaufen. Thon, wirkungsvoll, wenn er heute den Weg nach vorne suchte. Und Martin Max, Klaus Tomforde. Ball gehalten. Und was kommt jetzt? Natürlich, die Faust. Er hatte allen Grund dazu, denn danach war Schluss.
Uli Maslow registrierte es mit Freude. 2:0 für St. Pauli. Und die Hamburger hatten zum ersten Mal in dieser Saison zu Hause zu Null gespielt. Damit so gut wie gerettet. Und dann feierten sie auch. Schalkes Serie aber ist vorbei. Nach 10 ungeschlagenen Spielen heute der Dämpfer. Auch im Kampf um die UEFA-Pokalplätze. Dirk Froberg, bitte. Ja, der Elfmeter, das war keiner, weil ich ihn erstens den Ball gestriffen habe und sich der Stürmer dann in mich hat reinfallen lassen. Und ein Schiedsrichter, der auch vielleicht mal so, wenn er nicht pfeift, Fernsehen guckt, der müsste es eigentlich sehen, aber er war ein bisschen blind heute, meiner Meinung nach. Wir brauchen noch ein paar Punkte, aber ich glaube, wir haben heute einen ganz, ganz großen Schritt in die Richtung gemacht. Wie lange haben Sie denn geglaubt, dass Ihre 10 Leute vor Ihnen das Ding noch umbiegen? Ja, also so 10 Minuten Verschluss hat man immer eine Chance, wenn man da noch ein Tor schießt. Aber es war halt heute nicht. Wir haben schlecht gespielt. Ja, ich möchte meinem Opa zum 91. Geburtstag alles Gute wünschen und gehe nicht wieder so spät ins Bett. Wir gratulieren mit. Ja, hier aus Hamburg, Opa Pröpper. 91. So viele Punkte hat der FC St. Pauli noch nicht. Aber immerhin jetzt 36, also die 3 Punkte haben richtig gut getan. Schalke hat 41, bleibt zunächst auf Position 4, Pauli auf Position 11. Möchte noch mal zurückkommen auf dieses Nasenpflaster, auf diese Nasenklammer. Das sieht ja wirklich sehr urig aus. Ist der neue Hit bei den Spielern, noch ein bisschen japanisches Heilöl drunter und dann soll es ja abgehen wie Lumpi. Aber die Schalke haben ja heute nicht so ein Näschen gehabt, jedenfalls keinen Torriecher. Wir haben trotzdem noch mal nachgefragt, was hat das eigentlich auf sich mit diesem herrlichen ästhetischen Pflaster? Raul Hess hat gefragt. Ja, ich hoffe, jetzt ist meine Nase ein bisschen schmaler. Also von daher, die Nasenwände gehen auf und man kriegt besser Luft. Ja, ein bisschen dran glauben muss man auch. Ja. Ich glaube, der Sender, der das Spiel heute Abend live übertragen hat, hat gezählt, dass Schalke oder bei Schalke 2 Spieler mit diesen Nasenklappen gespielt haben. Aber man sieht, daran hat es nicht gelegen. Ja, heute habe ich es auch probiert, zumindest in der ersten Halbzeit. Dann ist er abgegangen. Danke. Okay. Komische Geschichte, ne? Also American Football in Amerika wird es übrigens immer benutzt, sehen Sie alle.